Hallo, liebe Leute, und es geht weiter mit Dark Parables 2 und der Fluch des Froschkönigs. Ja, und ich muss leider den ganzen Part hier nachsynchronisieren, weil ich den Ordner meiner Audiodatei gelöscht habe. Das war sehr, sehr blöd. Ich habe also, ja, die Audiodatei selber hatte ich noch, aber der dazugehörige Ordner mit da, wo halt die Dateien drin stecken, die wichtig sind für die Audacity-Datei, die habe ich gelöscht. Aus Versehen, um etwas Platz zu schaffen, ein paar andere Sachen, die halt schon an, die ich nicht mehr brauchte. Und deswegen muss ich jetzt hier hinüber wegquatschen. Ich hatte ja zuletzt den Start nicht reinbekommen, das Symbol. Das macht ja aber nichts, weil, wie ihr seht, habe ich hier ein Wimmelbild gefunden. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich suche hier fleißig herum. Das ist natürlich immer super ärgerlich, wenn da so eine Datei weg ist. Und ich weiß nicht warum, aber es passiert mir in letzter Zeit ständig. Also entweder so eine Audiodatei oder eine Videodatei oder nicht genug Speicher oder. Das ist natürlich ziemlich scheiße. Da muss ich einfach nochmal in Zukunft etwas mehr darauf achten. So, und da ist der Verwandlungsschlüssel auch schon da. Und mit dem Verwandlungsschlüssel kann ich jetzt höchstwahrscheinlich bei dem Symbol etwas machen. Der passt da bestimmt rein. Der Apparat wird mit einem Stab geöffnet. Ich glaube, eine Art Stab würde genau hineinpassen. Genau. So. Nachdem ich den uralten Stab in den Apparat gesteckt hatte, leuchtete er auf. Mir fehlt noch eine weitere Zutat. Ja, was aber, was für eine Zutat? Ja, ich muss den Weg suchen, weil ich gerade nicht weiß, wohin. Da ist aber noch ein Wimmelbild. Das wird sofort erledigt. Das kennt ihr ja schon. Wimmelt ihr eigentlich immer mit? Oder guckt ihr das hier nur so nebenbei? Manchmal bin ich ja so neugierig, ob die Leute wirklich so vorm Kasten sitzen und da mitsuchen. Aber würde ich mir, also wenn ich mir von jemand anderem ein Wimmelbild anschaue, dann suche ich tatsächlich auch mit. Weil das wäre ja sonst viel zu langweilig. Aber manchmal lasse ich auch Let's Plays einfach nur so nebenbei laufen, während ich dann irgendwie meinen Haushalt mache oder irgendwas anderes. Ich muss sagen, es ist eigentlich ganz entspannt, mal nachzusynchronisieren. Da hat man so diesen Druck nicht, auf die Zeit zu achten und die Sachen jetzt zu suchen. Das macht die Vergangenheits-Alexis gerade ganz toll. Na komm schon, wo ist das letzte Teil? Das findest du noch. Gefunden. Und damit ist der Frisientrank, mit dem man ganz wunderschöne Frisuren machen kann oder ganz schöne Frisierungen, fertig. Und damit habe ich 6 von 6 Tränken. Nur ist die Frage übrig, wo die Stelle ist, wo man diese 6 Tränke einsetzen kann. Das war zumindest das Problem, was ich da hatte. Und deswegen mache ich mich auf die Suche nach dem Schränkchen. Und das war es aber nicht. Nee, das war woanders. Das war auch gar nicht so weit weg. Das war irgendwo in der Nähe, aber ich weiß einfach leider gerade nicht mehr, wo diese Pflanzentranksammlung ist. Die werde ich aber schon noch finden, keine Sorge. Wenn ihr mir ein bisschen Zeit gebt, dann komme ich da schon drauf. Da war es auch nicht, da drinnen war es auch nicht, da sind ja nur die Schuhe. Das ist ja auch Quatsch. Ich habe gerade ein schwer bewachtes Relikt entdeckt. Einen uralten Stab mit ihm und mit was auch immer ich im Gewächshaus finde, könnte ich etwas herstellen, das den Fluch des Froschkönigs brechen kann. Ich sollte meine Ermittlungen auch im Tempel fortsetzen.
Erschaffe den Stab der Unsterblichkeit. Okay. Aber ich brauche immer noch das Örtchen für die Tränke. Jetzt gehe ich schon wieder zurück. Nee. Die Glaskugel hat den Laser umgelenkt. Der Laser. So, jetzt aber mal raus mit dir. Sonst findest du den nie, den Trankkram. Hoppigaloppi. Nee, in Prinzessin Evos Zimmer ist das auch nicht. Da bist du falsch, Mädchen. Ich hätte den Part natürlich auch völlig unsynchronisiert hochladen können, nur das Video. Aber ich finde, das ist dann doch etwas zu langsam. Zu leise meine ich. Langsam. Ja, jetzt nehme ich schon im Nachhinein auf und rede trotzdem Sonnenstoß. Das ändert sich bei mir wohl nie. Da auch nicht. Wo ist es denn? Das war doch gar nicht so schwer zu finden. Nein, da ist es immer noch nicht. Zum 100. Mal nicht. Na, und da ist es endlich. Die Orchideentranksammlung. Auf der Notiz steht, ordne die Tränke richtig an und ziehe dann an dem linken Hebel. Korrekt platziert, die Tränke leuchten auf. Ja, jetzt gibt's verschiedene. Und die werden einfach dem richtig zugeordnet. Wo ich aber erst nicht schlau draus wurde, wie. Weil ich mal wieder die Aufgabe nicht ordentlich verstanden habe, wie es gehen sollte. Und zwar soll man die jetzt nicht einfach so drauf losordnen, sondern man soll ja den Hebel drücken. Und dann, wenn das richtig aufleuchtet, weiß man es auch erst. Und das kriege ich dann schon hin. So, zwei davon sind jetzt schon richtig, Nummer 4 und 5 nämlich. Rose und Efeu. Die tausche ich jetzt einfach mal willkürlich, um zu gucken, welcher richtig ist. Zwei weitere sind davon richtig, 2 und 3. Brauche ich nur noch 1 und 6 tauschen. Und damit ist das Rätsel auch schon gelöst. Und ich habe den Fluchbrechertrank. Und mit dem kann ich natürlich beim Symbol wieder ja, weiterkommen. Den kann ich darauf anwenden. Nee, da natürlich nicht. Du Nase. Du sollst das bei dem Symbol anwenden. Da wird das dann nämlich wahrscheinlich auch funktionieren. Da fehlt dir ja noch was, um mit dem Stab das dann zu lösen. Das waren, glaube ich, drei Sachen, die man da jetzt machen konnte bei dem Symbol. Ja, nach hinten, genau. Und dann fehlt da was. Und dann fängt das an zu leuchten. Dein Treiben habe ich lang genug geduldet. Ich werde dem nun ein Ende setzen. Ich bin es, Liebste. Bitte. Lass los! Meine Liebste, jeden Tag sehne ich mich danach, mit dir vereint zu sein. Doch wie? Ich weiß es nicht. Doch ich halte zu dir, im Leben wie im Tod. Mein Fluch heißt Unsterblichkeit. Zu sehen, wie meine Liebsten sterben. Du hältst nun den Stab der Unsterblichkeit in Händen. Bitte! Erlöse mich von meiner Qual.
meine Prinzessin Efeu. Wir werden zusammen sein, für immer und ewig. Der Fluch ist gebrochen. Alle Frösche haben wieder Menschengestalt angenommen. Nimm das Medaillon des Königs und befreie die Tochter des Kanzlers. Danke und lebe wohl. Und damit ist der Fluch der Unsterblichkeit von dem Froschkönig gebrochen. Wir haben ihm geholfen. Der Stab der Unsterblichkeit brach den Fluch des Froschkönigs und machte ihn wieder sterblich. Ich schaue auf seinen reglosen Körper und mich überkommt Mitleid ob seiner vielen Jahre des Leidens. Nun muss ich auch Marie retten, bevor es zu spät ist. Ja, Marie ist noch nicht gerettet, deswegen müssen wir natürlich mit dem Medaillon jetzt zurückgehen, um sie zu befreien. Und Prinzessin Efeu hat den Froschkönig wieder, was ich nicht verstanden hatte, war, ob, was mit den ganzen anderen Prinzessinnen eigentlich war. Ich meine, mit denen war er doch jetzt auch zusammen, oder wie? Die waren jetzt nicht so wichtig wie diese eine Prinzessin Efeu, die er wohl am meisten geliebt hat. Und da hat das hier auch ganz komisch schon geschneit. Und da drinnen ganz schrecklich sind die beiden. Marie ist in diesem Tank gefangen. Der Leibwächter ist auch daran eingeschlossen. Er schlägt verzweifelt gegen das Glas. Die müssen da natürlich schnell rausgebracht werden. Nicht, dass die beiden jetzt hier ertrinken. Und deswegen muss ich natürlich versuchen, das Rätsel hier zu lösen. Ist aber gar nicht so einfach. Bringe jedes Symbol an die Stelle, an der sich seine Farbe und Form überschneiden. Also im ersten Anblick hatte ich erstmal nicht die Farben da oben gesehen und rechts nur die Symbole und habe dann erstmal mich danach gerichtet, bis ich das mit den Farben dann irgendwann kapiert habe. Weil dieses Blinken und wann das dann stimmte, das musste ich erstmal verstehen. Und dann, als ich das dann gereiht habe, ging es dann auch los. Und weil ich dieses Rätsel jetzt bis zum Ende des Parts versuche und ich jetzt nachsynchronmäßig nicht mehr viel dazu sagen kann, als das, was ich da natürlich jetzt versuche, melde ich mich einfach mal ab jetzt und wünsche euch noch weiterhin viel Spaß bei diesem Part. Und im nächsten Part ist dann auch wieder alles in Ordnung. Da wird dann auch das Finale sein. Das hier ist der vorletzte Part und darauf könnt ihr euch freuen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, sage ich jetzt schon mal an dieser Stelle. Und viel Glück, Vergangenheits-Alexis. Ich weiß, wie es ausgegangen ist. Da habe ich schon mal eine blaue Reihe jetzt hinbekommen. Naja, ob ich das wohl noch bis zum Ende schaffe, ich bin mir da nicht so sicher. Ihr werdet es ja sehen. Bis dann.